Ja, ähnlich schön wie Urlaub sind auch Tickets für das Herzberg-Festival. Da werden Sie jetzt sagen, ja schon, aber das ist ja nun im Moment auch, findet ja auch nicht statt, ist wegen Corona abgesagt. Das stimmt, aber Konzerte, die gibt es trotzdem. Und zwar unter dem Motto Kultur findet statt, wird ja im Moment ganz Fulda zu einem Festival. Und ein Stück vom Kuchen kriegt eben ab heute auch das Herzberg-Festival ab. Isabel Kramer, die guckt sich das gerade für uns mal an. Und was passiert denn da so, Isabel? Liebe Susanne, hier wird das ganze Wochenende, also ab heute bis zum Wochenende, wird hier Party gemacht. Party, man kann sagen, ja, auf Abstand. Das sind wir ja mittlerweile schon alle gewohnt, ne? Leider Gottes. Bedeutet also, wenn man hier einen Platz bucht, dann werden automatisch daneben zwei Plätze freigehalten, sodass hier auf jeden Fall der Abstand gewahrt werden kann. Das ist natürlich, um ehrlich zu sein, so semi-Festival-like. Wenn man sich mal überlegt, seit 1968 gibt es hier das Burg-Herzberg-Festival. Das ist eine echte Institution hier bei uns in Nordhessen. Jedes Jahr, naja gut, ab, also 2019 hat es leider nicht stattfinden können. Nein, 2019 das letzte Mal, letztes Jahr nicht stattfinden können, aber das ist hier einfach Party pur. Die Leute liegen sich in den Armen, die tanzen. Ja, es ist einfach eine losgelöste Stimmung und es ist einfach echt schön. So ein paar eingefleischte Herzberg-Fans, die wollten sich das Ganze aber doch nicht nehmen lassen. Und da haben wir vorhin mal vorbeigeschaut bei der Burg Herzberg, da wird nämlich doch gekämpft. Es ist einfach eine sehr, sagt schon der Name Herzberg, es ist eine sehr herzliche Truppe. Wir haben das ganze Jahr Kontakt miteinander. Schriftlich besuchen wir uns. Deswegen ist so ein Treffen, das ist schon, ja, geht unter die Haut. Man kann sich eigentlich nichts Schöneres denken, als Zeit miteinander zu verbringen. Und hier auf dem Berg, auf der Burg Herzberg, wo der Ursprung eigentlich 1968 gewesen ist, ist halt natürlich total schön, mit Freunden zu feiern. Ja, mit Freunden feiern, das ist ein gutes Stichwort. Gunther Lorz, du bist hier Veranstalter vom Burg Herzberg, die Stadt Fulda und das Kulturzentrum hat gesagt, kommt her, wir feiern einfach mit euch, weil es ist ja eine große Gemeinschaft. Wie dankbar wart ihr denn, dass ihr jetzt hier quasi nochmal spielen dürft, euer Festival hier feiern dürft? Das Bedürfnis der Leute nach diesem Beisammensein, das ist einfach so groß. Wir haben ja, wie gesagt, auch so deutschlandweit so Partys. Und hier können sich dann auch die Leute nochmal zu einem Live-Konzert treffen, wenn auch in sehr kleinem Rahmen. Aber man kann sich eben halt mal wieder genießen und feiern. Stühle und Kopfsteinpflaster statt Zelt und Acker. Wie schafft ihr hier trotzdem Festivalstimmung? Das sind die Bands, die das machen. Also heute Abend Bukahara, da bin ich überzeugt, dass da niemand auf dem Stuhl sitzen bleiben wird, sondern dass wir dann alle nach kurzer Zeit vor unseren Stühlen stehen und uns zu den Rhythmen der Band bewegen. Ja, also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Nächstes Jahr habt ihr da die Hoffnung, dass es wieder voll losgehen kann? Ticketverkauf ist schon gestartet für kommendes Jahr, oder? Wir verkaufen seit Herbst 2019 Tickets für ein Festival, das irgendwann mal auch stattfinden soll wieder. Insofern läuft unser Ticketverkauf natürlich immer noch weiter. Und ja, was uns bleibt, ist halt die Hoffnung, dass dann tatsächlich nächstes Jahr die Situation so ist, dass wir wieder ein althergebrachtes Festival feiern können. Mit ganz viel Love and Peace, ne? Gunther, ich danke dir. Viel Spaß heute Abend. Danke. Und ja, er hat es gerade schon mal angesprochen, heute Abend die Band Bukahara. So eine Mischung aus Jazz, Pop, Indie, richtig geile Musik. Wir haben vorhin schon mal beim Soundcheck lauschen dürfen. Ich verrate jetzt gar nicht so viel, ist ein bisschen gemein, ne? Weil die Karten heute sind schon ausverkauft. Aber bis Sonntag geht's noch und es gibt noch einige Karten zu ergattern. Also Festival, bisschen abgespeckt, bisschen dekadenter, aber trotzdem genauso schön mit Sicherheit. Auf jeden Fall hört sich super an, das wird bestimmt ein Spaß. Ich danke dir. Vielen Dank, Isabel, für diesen Ausblick.